Ja, meine Freunde, jetzt kam es gerade rein, das, was ich vor 2 Tagen schon mal berichtet habe, wo ich gesagt habe, es gibt eine Wende bei Weiser. Jetzt ist es auch offiziell. Mitchell Weiser befindet sich wieder in Bremen, steht vor dem Medizincheck und wird einen langjährigen Vertrag bei Werder unterzeichnen. Die angesprochene Wende steht nun mal jetzt unmittelbar bevor. Ihr könnt alle Details dazu auch gerne bei der Deichstube nochmal nachlesen. Wir blenden mal kurz hier den Artikel ein. Also den werde ich euch unten auch verlinken, den kompletten Artikel. Und ich möchte euch gerne auch hier zeigen, mal ganz kurz, zack, zack, zack. Hier seht ihr auch, das war das Video Weiser zurück, die Wende, zurück zu Werder, die Wende. Vor 2 Tagen war das. Da hatte man schon so aus Leverkusen, also der eine oder andere weiß ja, ich wohne ja zwischen Leverkusen und Köln. Da gab es schon so ein bisschen diese Vibe, sage ich mal, diese Andeutungen, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt. Und jetzt ist es tatsächlich auch so gekommen. Weiser hatte seinen Berater gewechselt, beziehungsweise seine Beraterin, denn seine Mutter hat das übernommen gehabt. Und das scheint jetzt Früchte zu tragen. Ich freue mich darüber tatsächlich sehr. Es ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage von Stunden gefühlt, bis das Ganze auch offiziell wird, bis wir das Ganze dann auch bestätigen können, dass dieser Transfer vollzogen ist. Aber wie gesagt, der Medizincheck steht kurz bevor. Es war ja ohnehin schon die ganze Zeit eigentlich in Anführungszeichen nur das Problem, dass man eben über diesen hohen Vertrag, den er bei Leverkusen noch hatte, der noch ein Jahr gegangen wäre, wollte Weiser eine Abfindung haben. Diese Abfindung konnte aber Werder definitiv nicht zahlen. Leverkusen wollte die nicht zahlen. Und Weiser hat gepokert. So, das, was schade ist und was dabei auf der Strecke geblieben ist, und das muss man auch fairerweise so sagen, ist, dass er bei der Vorbereitung im Zillertal dabei war. Denn ich glaube, das hätte zum einen ihm gut getan, zum anderen dem Team auch gut getan, weil er einfach da nochmal eine neue, neuen Aspekt in die Mannschaft bringt und natürlich auch nochmal eine offensive Schlagkraft auch ist. Mitchell Weiser im Allgemeinen, für die Leute, die jetzt, natürlich im letzten Jahr hat jeder von uns ihn gesehen, aber für die Leute, gerade für die Leute, die jetzt noch nicht so viel über Weiser im Background auch wissen, sage ich auch einmal ein paar Details nochmal. Weiser ist 28 Jahre alt, 1,77 groß. Seine Hauptposition ist Rechtsverteidiger, kann auch im rechten Mittelfeld und rechts außen spielen, also die komplette Linie Schienenspieler. Hat eine Erfahrungsblätte von 140 Bundesligaspielen, dabei 9 Tore erzielt, 6 Champions-League-Partien, 15 Europa-League-Partien, auch ein Tor Europa-League-Quali, 2 Spiele. Im DFB-Pokal ist er 19 Mal aufgelaufen mit 3 Toren und in der zweiten Bundesliga hat er 37 Spiele und 4 Tore absolviert. Davon einige Spiele eben bei uns. Ja, seine Vorstation kennt ihr auch. Kommt jetzt von Leverkusen zu uns. War ja im letzten Jahr schon bei uns ausgeliehen und davor war seine Station eben bei der Hertha, Hertha BSC. So, es gibt im Allgemeinen, boah, was soll das denn jetzt hier? Im Allgemeinen noch zu sagen, dass er einen Marktwert noch hat von 1,5 Millionen, was natürlich erstmal absolut nicht verkehrt ist, wieder einen Spieler zu holen, der natürlich auch einen gewissen Marktwert zumindest schon mal hat noch und ablösefrei kommt. Denn das steht nun mal fest. Leverkusen hat vor ein paar Jahren gesagt, dass sie ihn auch so ziehen lassen wollen würden, um das Gehalt zu streichen. Das ist für uns gut und es ist jetzt am Ende so gewesen, dass Leverkusen, Weiser und Werder wohl alle einen Schritt aufeinander zugemacht haben und deswegen dieser Transfer jetzt auch zustande gekommen ist. Nochmal, wie gesagt, vor 2 Tagen gab es hier aus der Ecke schon die ersten Gerüchte, ey, da kommt jetzt nochmal Bewegung rein. Deswegen hatte ich das auch in dem Video erwähnt gehabt, dass ich glaube, dass das gut aussieht, dass da jetzt was passiert. Und jetzt ist es auch so gekommen, ich freue mich auch darüber. Aber ihr merkt auch, dass man da so ein Stück was. Man muss es natürlich einzuordnen wissen. Ne? Ich freue mich wirklich darüber, dass Mitchell Weiser kommt. Er bringt eine gewisse Qualität mit rein. Ich glaube, dass er auch eine absolute Bestärkung für uns als im Team auch ist. Hat er auch in der Rückrunde schon gezeigt gehabt. Er muss halt da auch anknüpfen. Deswegen ist es auch gut, dass wenn er möglichst jetzt schnell ins Training einsteigt, damit er wenigstens noch einen Teil der Vorbereitung jetzt mitmachen kann, um eben dann auch vollkommen fit in die Bundesliga reinzugehen. Ne? Es ist natürlich. Ja, es ist ja ganz klar, dass jetzt das Team als solches, die im Zillertal schon dabei waren, ein Stück weiter sein werden als Mitchell Weiser. Das heißt, er hat wieder ein bisschen was aufzuholen. Dennoch hat er halt eine Qualität, die man so vielleicht anders im Kader nicht unbedingt hat. So, jetzt ist natürlich auch die große Sache, oder das können wir natürlich auch jetzt schon mal so sagen. Auf der linken Seite haben wir jetzt mit Buchanan und Jung 2 Optionen. Auf der rechten Seite haben wir mit Mitchell Weiser und Agu 2 Optionen. Damit sind für mich die Außenpositionen
komplett durch. Also, wie gesagt, nochmal, es gibt noch nicht die Vermeldung von Werder, dass es fix ist, aber es ist so gut wie fix. Also, wenn ihr jetzt nicht den Medizincheck noch verkacken sollte, dann wird das fix sein. Deswegen, ne, also, wenn jetzt Weiser da ist, haben wir beide Außenbahnen besetzt. Und der Kader ist nominell von den Positionen, die wir brauchten, erstmal fertig. Das, was man natürlich weiter auch machen wird, ist den Markt weiter beobachten, um zu gucken, was passiert da auch vielleicht Richtung Sechserposition, qualitative Verstärkungen. Wo geht nochmal eine Tür auf? Und deswegen ist die Scouting-Arbeit auch noch nicht beendet. Das hatte Frank Baumann auch schon angekündigt gehabt. Also auch wenn eben auf der rechten Bahn noch jemand kommt, wird das nicht beendet sein, sondern man wird weiter scouten, man wird weiter prüfen, ob es eine Gelegenheit, eine Option gibt, die man sonst so vielleicht nicht machen könnte. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was dann von jetzt, wir haben den 15. Juli, bis zum 1. September, wo das Transferfenster nun mal geht, dieses Jahr, noch passiert. Denn das sind dann doch eben noch mal 1,5 Monate. Und vor allen Dingen ist von diesen 1,5 Monaten ein kompletter Monat in der Bundesliga, wo es immer auch wieder zu Verletzungen kommen kann, wo man reagieren muss, wo andere Vereine reagieren müssen, wo vielleicht Spieler von uns wiederum interessant werden. Deswegen auch die Frage an euch: Gibt es Spieler in unserem Kader, wo ihr sagt, den würde ich jetzt schon dann doch noch abgeben? Vielleicht auch nochmal, um ein bisschen Geld zu machen, um sich anders aufzustellen, anders zu positionieren. Was sind eure Wünsche, wenn es eine qualitative Option gibt, um zu verstärken? Auf welchen Positionen seht ihr die Verstärkung? Und wie seht ihr das Ganze mit Mitchell Weiser? Glaubt ihr, dass Mitchell Weiser jetzt, sage ich mal, die rechtzeitige Position so zumacht, dass man da wirklich sagt, ey, wir sind jetzt top besetzt auf dieser rechtzeitigen Position mit dieser Doppelbesetzung Agu und Weiser? Oder sagt ihr, boah, hätte man sich mehr noch erhofft oder sonst was, ne? Ich glaube, es war für relativ viele dann doch schon auch immer noch Plan A, auch wenn es natürlich charakterlich einen gewissen Beigeschmack gegeben hat. Auch das kann man noch mal erwähnen oder ist ja auch nur mal ein Fakt gewesen. Man hat halt sowohl die Negativseite, wo Weiser halt auch gesagt hat, es wird nicht am Gehalt scheitern und so weiter. Jetzt war das die ganze Zeit so ein Geldpoker. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, beim ersten Trainingstag, wo er bei Leverkusen, glaube ich, war, oder einer der ersten Trainingstage bei Leverkusen, ist er ja direkt danach auch zu einem, ich glaube, einem Bildreporter war es, ist er gegangen und hatte dann auch gesagt, glaub, die Vereine sind im Austausch, ich hoffe, dass da eine schnelle Lösung gibt, so, weil er eben auch wieder zu Werder zurück wollte. Ich glaube auch, dass er davon ab, dass er sich bei Werder sehr wohl gefühlt hat. Und deswegen umso froher bin ich, dass er dann jetzt auch da ist. Ich glaube, wie gesagt, wenn er in der Leistung, wie die er in der Rückrunde gezeigt hat, anknüpfen kann, ist er eine absolute Bereicherung. In der Defensive sehe ich ihn immer noch nicht so stark wie in der Offensive, aber gerade in der Offensive sehe ich ihn absolut als Verstärkung. Vielleicht auch nochmal, so um das nochmal jetzt zum Schluss zu nennen, eine Doppel-Plus-Option, sage ich mal, dass Pieper dann hinter ihm spielt. Pieper spielt ja so ein bisschen in der rechten Innenverteidigung dieser Dreierkette und ist für mich bis jetzt in den Testspielen ein absoluter Sicherheitsgarant gewesen. Und gerade das könnte nochmal perspektivisch gut sein für einen Weiser, der dann vielleicht einen Tick mehr offensiv auf der rechten Position machen kann. Ne? So, jetzt aber habe ich auch genug geredet. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ja, dann schauen wir mal.